Frau Geißler, für die nette Einführung. Ich komme gern auch noch ein drittes Mal. Es gibt noch weitere Themen. Das ist sicher kein Problem. Ich referiere heute also aus dem Bergmannsheil in Bochum. Das ist eine der ältesten Unfallkliniken der Welt. Tatsächlich 1890 für verunfallte Bergleute eröffnet. Man hat damals gesehen, dass es sehr viele Untertageverletzte gab, aber keine vernünftige Versorgung, sodass diese erste BG-Klinik damals an den Start ging. Und noch heute sind wir eine große Unfallklinik, die ihren Schwerpunkt in der Notfallversorgung hat. Ich bin plastischer Chirurg, wie das Frau Geißler gerade schon schön beschrieben hat. Und Sie fragen sich vielleicht, was hat ein plastischer Chirurg mit Sarkomen zu tun? Stellen Sie sich das einfach so vor. Ich darf mal ganz salopp sagen, während der Unfallchirurg oder der Orthopäde sich vor allem mit den Knochen beschäftigt, beschäftigt sich der plastische Chirurg mit den Weichteilen, also der Muskulatur, den Nerven, der Gefäßen, der Haut, also allem, was um den Knochen herum so an Strukturen vorhanden ist. Und das führt dazu, dass wir uns auch frühzeitig in diesem Fachgebiet natürlich mit Tumoren beschäftigt haben, die im Weichgewebe wachsen. Und das sind eben die Weichteilsarkome. Und da wir als plastische Chirurgen uns damit beschäftigen, nicht nur Strukturen zu entfernen, die vielleicht im Rahmen einer Tumorentfernung entfernt werden müssen, sondern wir beschäftigen uns eben auch damit, solche Strukturen wiederherzustellen. Das heißt, wir sind in der Lage, Nerven zu transplantieren. Wir sind in der Lage, große Löcher aufzufüllen, zu stopfen, wenn ich es noch mal ganz einfach ausdrücken darf. Wir können eben Gewebe transplantieren. Wir können das unter dem Mikroskop an die Blutgefäße anschließen. Es gibt dort wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und mein verehrter Chef, der Professor Steinau, hat hier in Bochum 1990 eines der ersten Sarkomzentren gegründet. Und bis heute, gut 30 Jahre später, sind in diesem Zentrum über 5000 Patienten operiert worden. Es ist also ein sehr großes Zentrum. Und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, unsere Patienten auch nachzuverfolgen. Das Outcome, also die Wiederherstellung nachzuverfolgen und zu sehen, wie geht es Ihnen nach den Operationen, was sind Ihre Probleme, was bleibt nach einer Sarkomoperation, nach einer Sarkombehandlung zurück, wohin geht das? Und eines der ganz großen Probleme, die wir mit diesen Tumoren haben, ist, Sie sehen auf der rechten Seite, ich habe bei dem letzten Vortrag gelernt, ich darf nicht zu viele schlimme Bilder zeigen. Sie sehen aber auf dem rechten Bild einmal ein solch großes Weichteilsarkom. Und Sie wissen vielleicht oder nicht, dass ein Großteil dieser Tumore im Bereich der Extremitäten, dort haben wir sehr viele Weichteile, entsteht. Und hier insbesondere im Bereich der Oberschenkel. Das ist so der Körperpart, wo wir die meisten Weichteile haben. Und das ist eine leider ganz einfache Statistik, dass da, wo wir die meisten Weichteile haben, auch die meisten dieser Tumoren entstehen. Nun, jetzt zeige ich Ihnen ein einziges Mal ein schlimmes Bild. Hier sehen Sie mal, wie ein solcher Tumor am Oberschenkel entfernt wird. Das sind teilweise tatsächlich sehr, sehr große Tumore. Sie sehen auf dem linken Bild den Knochen, die großen Schlagadern des Beines, die man alle freilegt. Mehr zeige ich Ihnen gar nicht davon. Sie können sich aber vorstellen, wenn wir solch große Tumore entfernen, dann hat das natürlich Folgeprobleme. Und von den vielen Folgeproblemen, die es dabei geben kann, ist eins ganz, ganz wichtig. Und das sehen Sie hier in diesem Bild. Das ist der Lymphstau. Das kann man sich gut vorstellen. Bei so großen Tumorentfernungen gehen natürlich auch Lymphgefäße, Lymphknoten mit verloren. Und dann kann ein solcher Stau entstehen, wie Sie den hier im Unterschenkelbereich des rechten Beines schön sehen. Und das kann für einen Patienten ein sehr, sehr großes Handicap sein, eine sehr große Einschränkung sein. So ein Bein führt zu starken Schmerzen, zu einer massiven Einschränkung der Gehstrecke und bringt damit natürlich Folgen mit sich, die wir unbedingt vermeiden möchten. Und so sind wir irgendwann
in der plastischen Chirurgie auf die Idee gekommen, Mensch, das wäre doch eigentlich gut, wenn wir versuchen könnten, solche Lymphgefäße wieder herzustellen oder irgendwie den Lymphabfluss wieder zu verbessern. Und was wir im Laufe der Zeit aus den vielen Daten, die uns hier zur Verfügung stehen, ich habe es eben gesagt, gelernt haben, ist, dass tatsächlich insgesamt über 30% unserer Patienten nach Tumoroperationen ein Lymphödem entwickeln, also Probleme mit dem Lymphabfluss haben. Und wenn wir uns auf den Oberschenkel oder die Leiste konzentrieren, dort, wo eben sehr viele dieser Tumore sitzen, dann haben wir sogar in über 50% der Fälle ein Lymphödem im Bereich des Beines. Und das ist natürlich nicht akzeptabel. Da muss etwas geschehen. Nun, was wir auch im Laufe der Zeit gelernt haben, ist, dass wenn wir Lymphwege kappen, wenn also im Rahmen einer Tumoroperation der Lymphabfluss gestört ist, dann kann man den nicht einfach so wiederherstellen. Das Problem ist nämlich, das sehen Sie hier auf der linken Seite, dass Lymphgefäße, die nicht mehr funktionieren, wo also keine Flüssigkeit durchfließt, die verstopft sind, irgendwann sklerosieren. Das heißt, die vernarben, das Lumen, das Loch in der Mitte wird immer enger und irgendwann ist das Gefäß obliteriert, das ist komplett zu. Und auch wenn Sie jetzt oben, oberhalb eines solchen zerstörten Gefäßes den Lymphabfluss wiederherstellen, fließt da eben nichts mehr durch. Und diese Progression der Lymphabflussstörung, also den Fortschritt einer solchen Lymphabflussstörung, den können wir darstellen beim Patienten. Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir einen Farbstoff, das ist dieses Indocyanin-Grün, das müssen Sie sich nicht im Detail merken, aber wir nehmen einen Farbstoff und den können wir in den Fußrücken unter die Haut injizieren und dann können wir den Lymphabfluss entlang des Beines sehr schön darstellen und können sehen, ob dieser Lymphabfluss funktioniert. Sie sehen hier auf dem rechten Bild, im Normalfall ist das so ein lineares Bild, wo Sie anhand mehrerer Linien schön sehen, wie die Lymphe abfließt. Und wenn Sie einen Stau des Lymphabflusses haben, dann haben Sie nicht mehr so ein lineares Bild, sondern Sie haben einen sogenannten Sternenhimmel oder Stardust genannt. Das zeigt Ihnen, dass die Lymphe nicht mehr weiter abfließt und sich dann vor Ort ausbreitet. Und dann entsteht eben ein solch dickes Bein. Das darf ich Ihnen hier einmal zeigen. Sie können schemenhaft den Fußrücken erkennen. Der helle Punkt ist das eingespritzte, ist der eingespritzte Farbstoff. Und jetzt gehen wir den Oberschenkel nach oben und Sie sehen diese beiden parallelen Linien. Wir nennen es mal eine Straße. Das ist eine Lymphabflussstraße. So sieht das bei einem Gesunden aus. Und jetzt nehmen wir den gleichen Fall einmal, wenn der Lymphabfluss gestört ist. Sie sehen wieder der helle Punkt, es wird gespritzt. Und jetzt gehen wir das Bein hoch. Sie sehen zwei parallele Linien. Und jetzt schauen Sie mal, was als nächstes passiert. Auf einmal kommt dieser Stopp und diese beiden Linien gehen uns verloren. Und die Lymphe fließt im Bein nicht mehr weiter ab und es entsteht dieser Nebel. Und der zeigt uns eben, dass oberhalb, also ungefähr hier, eine Störung vorliegt. Und damit können wir eben sehr schön belegen, dass mit einem solchen Bein etwas nicht stimmt. Nun, die weiteren Studien haben dann gezeigt, dass der Lymphabfluss eines Beines vor allem auf der Innenseite des Unterschenkels und auf der Innenseite des Oberschenkels übergehend in die Leiste stattfindet. Und da wir nun bei vielen unserer Patienten gesehen haben, dass die Lymphgefäße nach der Tumoroperation oder nach einer Bestrahlung bereits zerstört waren und dass es sehr schwer ist, einen solchen Lymphabfluss dann wieder herzustellen, wenn die Gefäße einmal kaputt sind, sind wir dazu übergegangen, dass wir sofort bei der Operation, bei der eigentlichen Tumoroperation, versuchen, einen Umweg für die Lymphe zu schaffen, damit sie weiter abfließen kann, auch wenn wir wissen, dass wir einen großen Tumor resezieren müssen. Und das nennt man diese prophylaktischen lymphovenösen Anastomosen. Was man dabei macht, zeige ich Ihnen hier in dieser Übersicht.
habe ich nämlich auch gelernt, ist kein schlimmes Bild und das kann man zeigen, weil es nur ein Schema ist. Wenn jetzt also, ich unterbreche einmal ganz kurz, wenn Sie sich vorstellen, auf der linken Seite des Bildes ist der Oberschenkel und hier ist der Tumor. Und wir gehen jetzt also am Unterschenkel hin und wollen hier die Lymphe umleiten, weil wir wissen, später geht das am Oberschenkel nicht mehr weiter, denn die Lymphe fließt dort nicht mehr ab. Dann gehen wir jetzt am Unterschenkel hin und sorgen dafür, dass die Lymphe über einen Umweg doch abfließen kann. Und das machen wir dahingehend, dass wir kleine Lymphgefäße aufsuchen und die an das venöse System, also an den Blutabfluss anschließen und darüber kann die Lymphe dann abfließen. Wir machen hier also diese mehreren kleinen Schritte, wie Sie das jetzt sehen. Jetzt gehen wir mal in eine solche Wunde rein. Dann stellen wir ein Lymphgefäß dar, das ist das Grüne. Dieses Lymphgefäß kappen wir und nähen das jetzt auf eine Vene. Und da weiter oberhalb die Lymphe später nicht mehr abfließen kann, kann dieses Lymphgefäß jetzt über die Vene drainieren und dadurch direkt ihre Lymphflüssigkeit abgeben und dadurch entsteht kein dickes Bein. Ich hoffe, dass das soweit technisch halbwegs nachvollziehbar ist. Das Ganze zeige ich Ihnen, das ist eigentlich kein schlimmes Bild, mal unter dem Mikroskop. Hier gehen wir jetzt hin und präparieren ein solches kleines Lymphgefäß. Sie haben vielleicht eine Vorstellung, wie klein die sind. Die sind ungefähr so groß wie ein Haar, also weniger als einen Millimeter. Und diese minimalen Gefäße werden unter dem Mikroskop präpariert, werden dargestellt und jetzt auf eine Vene genäht. Jetzt wird also das Lymphgefäß mit einer Vene verbunden und dann geben wir wieder diesen Farbstoff und können direkt im OP gucken, ob diese Anastomose, also diese Verbindung, die wir geschaffen haben, auch dazu führt, dass die Lymphe direkt abfließt. Dieser Eingriff verlängert eine eigentliche Tumoroperation nur unwesentlich. Das sind nur Minuten, die wir dafür brauchen. Das geht relativ schnell. Und damit können wir es aber schaffen, einen Lymphstau und damit ein chronisches dickes Bein zu vermeiden. Beinhaltet natürlich eine besondere Nachbehandlung. Der ein oder andere von Ihnen kennt das vielleicht, eine Kompressionsbehandlung, die man mit einem Bein ja auch im Rahmen von Bestrahlung durchführt, ist eigentlich gar nicht so was Besonderes. Aber damit gelingt es uns dann eben, Sie sehen in dem unteren Bild, da ist der Tumor reseziert, sehen Sie hier noch die Narbe mit der Redondrainage und gleichzeitig machen wir über diese kleinen Schnitte dann unsere Umleitung der Lymphe und können damit eben vermeiden, dass ein Lymphstau entsteht. Das haben wir mittlerweile bei einigen Patienten gemacht und können auch über erste Ergebnisse berichten. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn man so etwas macht, eine neue Technik anwendet, dann muss man das nachuntersuchen und natürlich auch nachweisen, dass diese Technik funktioniert. Wenn Sie mal ganz genau gucken, sehen Sie bei den einzelnen Patienten jeweils den Schnitt von der Tumoroperation. Ist also auch gar nicht so lange her. Das kann man dann noch relativ gut erkennen. Auch hier sieht man, wo der eigentliche Tumor operiert wurde. Und man kann, wenn Sie ganz genau gucken, auch sehen, diese kleinen Schnitte, die wir zur Umleitung der Lymphe vorgenommen haben, die kann man auch teilweise noch erkennen. Nun, dieses System ist extrem erfolgreich. Wir gehen dann also nach unseren bestimmten Zeiträumen nach einigen Monaten hin und geben wieder diesen Farbstoff, so wie Sie das gerade gesehen haben, in den Fußrücken. Das ist völlig unproblematisch. Der ist nicht radioaktiv oder sowas. Das ist einfach nur ein Farbstoff, den der Körper sehr schnell resorbiert. Und dann nehmen wir wieder unsere Kamera und gucken, ob die Lymphe eben abfließt. Und ich kann Ihnen versprechen, das hat hier sehr gut funktioniert. Das sind wirklich große Tumore, die da entfernt werden. Und trotzdem ist es auf einmal so, dass es nicht mehr zu einem Lymphstau kommt.
Und wir den Patienten damit natürlich wesentlich mehr Lebensqualität im Rahmen einer solchen großen Operation geben können, als dass das früher der Fall war. Damit sind wir also tatsächlich auf sehr, sehr gutem Wege und hoffen, dass wir das weiter im klinischen Alltag etablieren können. Möchte ich Sie nicht zu sehr mit wissenschaftlichen Statistiken hier belasten. Ich will Ihnen nur zeigen, dass das natürlich ganz genau aufgearbeitet wird. Der Beinumfang wird immer wieder gemessen. Der Lymphabfluss wird ganz genau beobachtet und wir gucken dann eben, was im Langzeitverlauf daraus wird. Und über diese Thematik sind wir dann auch darauf gekommen, Mensch, bei den Patienten, bei denen der Lymphabfluss eben schon zerstört ist, bei denen wir eigentlich nicht mehr viel machen können, dann muss es auch einen Weg geben, die Lymphe wiederherzustellen. Und ein Schritt weiter in dieser gedachten Technik ist, dass man nicht solche kleinen Lymphgefäße umleitet, sondern dass man ganze Lymphknotenpakete, die wir in verschiedenen Bereichen des Körpers eigentlich zu genügend zur Verfügung haben, dass man sich die woanders hernimmt und dann in den Bereich transplantiert, wo eben früher der Tumor reseziert wurde und jetzt die Lymphe nicht mehr fließt. Stellen Sie sich einfach vor, wir haben den Tumor an der rechten Leiste, dann gehen wir an die linke Leiste und nehmen dort ein solches Lymphknotenpaket, wie Sie das hier im Foto sehen, heraus. Das ist natürlich ein kleines bisschen gefährlich, weil Sie dürfen dem Patienten ja nicht auf der linken Leiste auch noch einen Lymphschaden setzen, wenn Sie ihm dort etwas wegnehmen. Aber da gibt es sehr gute Untersuchungen zu, die zeigen, wie viel der Lymphknoten Sie dort wegnehmen können. Und die werden dann eben auf die rechte Seite transplantiert. Und da hilft uns die Natur oder wie man will, der liebe Gott, wenn wir solche Lymphknoten transplantieren, dann können tatsächlich daraus neue Lymphgefäße entstehen. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Man kann also tatsächlich hingehen und einen solchen Lymphlappen, wie wir das nennen, in ein ehemaliges Tumorgebiet setzen. Und wenn die Lymphknoten dort einwachsen, dann entstehen dort neue Lymphgefäße und die Lymphe kann sich regenerieren und damit ein Bein entstauen und damit wird das Ganze wieder eben hergestellt. Das ist ein Schritt weiter, das ist noch deutlich experimenteller. Wenn Sie sich aber vorstellen, wie viele Leute tatsächlich mit solchen Lymphabflussproblemen zu tun haben, dann ist das eine ganz vielversprechende Technik, bei der wir uns erhoffen, übrigens nicht nur Tumorpatienten helfen zu können, sondern auch Patienten, die vielleicht in diesem Bereich ein schweres Trauma erlitten haben oder aus anderen Gründen bestrahlt wurden, sodass dort die Lymphe eben nicht mehr fließt und wir über gesunde Lymphknoten dann die Lymphe dort wieder neu herstellen können. Auch dazu zeige ich Ihnen noch einen ganz kleinen Fall. Wir sind hier im Bereich der Leiste, haben wir jetzt leider nicht so einen richtigen Referenzpunkt. Sie können nur ganz unten rechts einen Finger erkennen. Das ist so ein Bereich hier, der ist nur wenige Zentimeter groß. Wir können also tatsächlich nur relativ wenig aus dem gesunden Bereich wegnehmen, aber wir können wegnehmen. Und dann wird hier ein solches Gewebe gehoben. Da sind jetzt ganz viele Lymphknoten drin. Das haben wir wieder vorher mit unserem Farbstoff getestet. Und eine solche Lappenplastik mit Lymphknoten können wir dann in einen anderen Bereich transplantieren. Und wenn das dort einheilt, kann sich eben dort die Lymphe regenerieren. Das Ganze funktioniert sowohl für die untere als auch für die obere Extremität. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir gehen einmal kurz von den Weichgewebssarkomen weg und gehen über auf den Brustkrebs, wo ja die Achselhöhle bei mit operiert wird, da entstehen sehr oft dann Lymphabflussprobleme im Bereich des Armes. Das ist noch wesentlich häufiger als bei Sarkomoperationen. Und auch diesen Patienten können wir helfen, indem wir eine solche Lymphknotentransplantation in die Achselhöhle durchführen und damit dort den Lymphabfluss wieder neu generieren können, der sich dann eben wiederherstellt.
Und da hoffe ich, dass ich Ihnen nicht zu viele schlimme Bilder gezeigt habe. So ein paar waren jetzt doch wieder dabei. Und danke Ihnen mit einem schönen Gruß des Bochumer Teams für Ihre Aufmerksamkeit.